Der AM-Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten. Ich begrüße euch einmal mehr zum AM-Cast, dem Podcast der Allianz Mission. Heute habe ich mal nicht nur einen Gast, nicht nur zwei Gäste, sondern heute habe ich drei davon. Das ist total cool. Und noch schöner ist, dass ich heute einfach mal still sein kann, weil wir haben eine liebe Praktikantin bei uns, die Evelyn. Herzlich willkommen, Evelyn. Hi. Evelyn studiert Online-Journalistik und macht zurzeit für 6 Wochen ein Praktikum hier in der Öffentlichkeitsarbeit. Und sie hat nicht nur unsere Social-Media-Accounts übernommen, sondern sie wird auch diesen Podcast durchführen. Sie ist nicht die Einzige, die da ist, sondern wir haben auch noch 2 Gäste von einer sonnigen Insel. Jupp. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Gerne. Wir sind das Ehepaar De Vries, Tobias und Marlene. Wir sind seit August bei der Allianzmission und auch seit August in der Jüngerschaftsschule Cambio dabei, auf Gran Canaria. Ich bin 28 Jahre alt. Ich auch. Und wir werden im Juni Eltern. Das könnt ihr nicht sehen, aber die Kugel ist da. Ja. Genau, so viel zu uns. Cool. Sehr cool. Als ich Gran Canaria gehört habe von euch, dachte ich mir erstmal, mega geil, da würde ich auch gerne arbeiten. Also vielleicht, wie seid ihr denn überhaupt da hingekommen? Ich hatte tatsächlich von Gran Canaria gar kein Bild, weder als Urlaubsinsel noch als irgendwie erstrebenswertes Urlaubsziel. Ich habe zum ersten Mal davon gehört auf dem Bundesjugendkongress im Jahre 2018. Da wurde das Projekt Cambio oder die Jüngerschaftsschule Cambio als Bundesjugendprojekt vorgestellt. Und Tobi und ich waren damals auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie wir unseren ersten Urlaub verbringen können in Form eines Arbeitseinsatzes. Und da kam Cambio auf den Tisch. Wir haben uns kurzerhand mit den damaligen Leitern Dennis und Rebecca Nickel in Verbindung gesetzt und sind dann im Sommer, zack, für 2 Wochen dorthin geflogen. Ja, cool. Und dann ging es richtig spannend weiter, weil wir waren dann da, haben uns das Projekt angeschaut und fanden es total genial, waren sofort begeistert. Und wir sind weggeflogen, zurück nach Deutschland in unsere Studiengänge, mit dem Gedanken, wenn die uns anfragen würden, ob wir bei der Jüngerschaftsschule mitmachen würden, dann würden wir sofort ja sagen. Und dann im darauffolgenden Februar war es dann soweit, dass wir mit den beiden geskypt haben. Da hat sich eine Freundschaft entwickelt und die haben uns gesagt, boah, wir brauchen unbedingt Mitarbeiter und wenn wir keinen finden, dann müssen wir das nächste Jahr ausfallen lassen. Und dann haben wir uns danach angeguckt und dachten so, oh Mann ey, wie, jetzt haben wir unseren Mund so weit aufgemacht. Eigentlich können wir doch dahin. Und dann haben wir uns eine gewisse Zeit genommen, um darüber zu beten, mit Vertrauenspersonen darüber zu sprechen. Und waren dann im August plötzlich auf Gran Canaria und sind mit der AM ausgereist als Missionare. Das ging dann ganz fix. Ja, das Besondere bei uns ist, dass wir eigentlich gar keine Meeresmenschen sind. Wir würden immer viel lieber die Berge bevorzugen, ja. Also wir würden lieber in den Alpen wohnen. Ja. Das werden viele Leute nicht verstehen, aber an unseren freien Tagen zieht es uns nicht an den Strand, sondern ins Landesinnere, in die Berge. Ja. Können gerne tauschen. Nein. Kann ich verstehen. Ich habe mir ein paar Videos von euch angeschaut. Große Empfehlung an alle Zuhörer. Ich fand sie sehr, sehr witzig. Es hat Spaß gemacht, euch zuzuhören. Uns zuzusehen. Vielleicht für alle, die nicht wissen, was Cambio ist, beschreibt mal, was ist das Konzept, wie sieht es aus? Also Cambio ist ein großes Haus, in dem 12 Leute ab 18 für ein halbes Jahr zusammen drin leben und etwas über Jüngerschaft erfahren. Gerade Leute, die nach dem Abi sich fragen, was sie machen sollen oder nach einer Ausbildung oder nach dem Studium oder mitten im Berufsleben stehen und sagen, irgendwie, da muss doch noch mehr geben. Einen Ruf von Gott verspüren, aber nicht genau wissen, wohin. Für solche Leute ist Cambio da. Cambio ist Spanisch und bedeutet Wechsel oder Veränderung. Und das ist eigentlich unsere Vision, unsere Hoffnung, dass die Menschen, die zu Cambio kommen, einen Richtungswechsel in ihrem Leben einschlagen können und danach wissen, wo es hingeht für sie. Und das machen wir dadurch, dass wir die Bibel besser kennenlernen, dass die Leute sich besser kennenlernen. Wir machen viele persönlichkeitsfördernde Aktionen. Die Leute können herausfinden, was ihre Schwächen und Stärken sind und so sich darauf vorbereiten, was nach Cambio kommt. Cool. Ja. Klingt gut.
Ich habe gesehen, dass ihr auch mit Gemeinden zusammenarbeitet. Wie sieht das aus? Cambio wurde gegründet durch Henning Hoffmann, der in den Jahren zuvor auf Gran Canaria schon 2 Gemeinden gegründet hat, die auch zur Allianzmission und zum Bund der Fieide gehören. Und die eine davon ist in Maspalomas, ganz im Süden der Insel. Die legt den Fokus auf Arbeit mit Überwinterern dort. Also Gran Canaria ist eine Insel, wo ältere Menschen besonders gerne den Winter über verbringen. Und die zweite Gemeinde bezieht sich eher auf Menschen, die wirklich aus Gran Canaria kommen oder von Gran Canaria kommen und dort auch leben, also eher unter Einheimischen. Und genau daraus ist dann auch die Arbeit bei Cambio entstanden. Und unsere bisherige Beziehung ist so, dass wir sonntags in den Gottesdiensten eigentlich immer vertreten sind. Und darüber hinaus auch in der Jugend sehr aktiv sind. Also Cambio und die Jugend, die profitieren eigentlich voneinander und man lebt einfach gemeinschaftlich als großes Netzwerk auf der Insel. Cool. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dahin kommen würde, ich bin ja als Deutsche, ich kann kein Spanisch. Wenn ich jetzt da in eine Gemeinde gehe und irgendwie da auch gerade erleben will, dann wie, also ich kann das ja nicht verstehen. Oder lernt man bei euch dann irgendwie Spanisch oder wie läuft das? Dazu muss man sagen, dass die beiden Gemeinden internationale Gemeinden sind und die sind immer bilingual. Okay. Also das heißt, es gibt eine spanische Predigt, die auch dann auf Deutsch übersetzt wird, auch beides von vorn. Genauso wie manche Lieder dann zweisprachig gesungen werden und auch die Moderation. Und bei Cambio ist es auch so, dass die ersten 6 Wochen ein Sprachkurs angeboten wird, der für alle Teilnehmer verpflichtend ist, wo man 2-mal die Woche dann Spanisch sprechen lernt, beziehungsweise die Spanier dann Deutsch sprechen lernen. Und das, da werden die Grundlagen gesetzt und im weiteren Verlauf von Cambio soll dann jeder selbstständig auch daran arbeiten. Und so haben es manche Teilnehmer tatsächlich geschafft, wirklich gut Deutsch und gut Spanisch zu lernen. Also das war echt beeindruckend, ja. Cool. Die Anhalten, die ihr dann haltet, sind die dann auf Spanisch oder auf Deutsch? Weil ihr seid auch was gereist und konntet eigentlich kein Spanisch. Richtig. Und habt das auch erst gelernt. Ja. Also wie läuft das? Die Anhalten, die wir halten, halten wir definitiv auf Deutsch. alles andere wäre, glaube ich, absoluter Quatsch. Genau, aber wir werden dann von einem unserer Kollegen, meistens von Rebecca oder Dennis, ins Spanische übersetzt, sodass die Spanier dann auch davon etwas mitnehmen können. Auch hier haben wir oft Hilfe von Praktikanten oder Praktikantinnen, die gut Spanisch können und die dann für hauptsächlich für Übersetzungsarbeiten dann auch nach Gran Canaria zu Cambio kommen und uns da helfen. Ja. Okay, cool. Mhm. Mit dem Ziel, dass wir es irgendwann alleine schaffen. Ja, definitiv. Eines Tages. Ja. Cool. Teil von diesen 6 Monaten ist es ja, einerseits seine Gaben kennenzulernen, aber auch seine Berufung. Mhm. Und man soll auch ein Projekt planen und durchführen und es wird irgendwie auch ausgewertet. Vielleicht wollt ihr dazu nochmal was sagen. Das ist Lenes Metier. Genau, bei dem Projekt geht es darum, dass relativ am Ende des Cambio-Halbjahres, also ab Weihnachten rum, die Teilnehmer vor die Herausforderung gestellt werden, sich zu überlegen, wie können wir denn ein Projekt ins Leben rufen, das der Insel oder den Gemeinden oder den Menschen, die dort leben, was Gutes tut. Und dieses Jahr hatten wir spannenderweise 3 komplett unterschiedliche Projekte. Das eine hat sich eher klassisch für Bereich der Jüngerschaftsschule mit Evangelisation beschäftigt. Also die sind auf die Straße gegangen, haben Lobpreis gemacht, haben kleine Geschenktütchen verteilt und wollten einfach die Nächstenliebe von Jesus weitergeben. Das hat total gut geklappt. Klingt cool. Ein anderes, wäre ich auch dabei. Ja, genau, ein anderes Projekt hat eine Business-Idee aufgenommen, die bei Cambio schon seit längerem kursiert, und zwar Stillkleider zu produzieren, die nachhaltig sind und figurbetont, weil wir in Spanien das Problem von einer sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit haben und mit dem Gedanken spielen, da vielleicht mal ein Business draus oder ein Business dran zu gliedern. Genau, die hatten total viel Spaß, haben es tatsächlich geschafft, einen Prototypen zu entwickeln und auch fertig zu nähen. Ich durfte mit meinem dicken Bauch da dann einmal reinschlüpfen. Ich war quasi der Protokörper. Es war richtig cool zu sehen, wie viel die da gewuppt haben. Und das dritte Projekt hat sich mit dem sehr populären Thema der Plastikvermeidung auf der Insel beschäftigt. Ist also ein bisschen auf dieser Ökowelle geritten und haben, ich glaube, 6 oder 7 Aktionen gestartet, an denen sie an Stränden Plastik gesammelt haben, Strohhalme ersetzt haben durch Macaronis bei der Happy Hour in der Altstadt. Also
tausend gute Ideen, die hatten richtig viel Spaß, haben, glaube ich, viel gelernt über die Zusammenarbeit in kleinen Teams, aber auch, wie sie selber Projekte strukturieren. Ich habe sie da ein bisschen angeleitet und das hat richtig gut geklappt. Ja, cool. Vor allem, also was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass die Leute von der Ideenfindung bis zur Umsetzung, bis zur Abschlusspräsentation alles selber gestalten können und planen können und so dann auch ihre Rolle in einem Team finden können. Für die Zukunft, denke ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Cool. Ja. Das heißt, man setzt das auch in einem Team um und nicht alleine. Ja. Genau, das waren immer Viererteams. Die haben von mir, wie gesagt, am Anfang ein bisschen Materialien und ein bisschen Projektplanungseinheiten bekommen. Und dann haben wir sie ins kalte Wasser geschmissen. Sie mussten uns so ein bisschen wie bei der Höhle des Löwen dann pitchen, haben von uns auch Materialien und Ressourcen dann zur Verfügung gestellt bekommen und mussten aber am Ende dann auch eben liefern. Und das dann vor 50 bis 60 Gästen, die dann extern kamen, haben sie das dann präsentiert als Abschlusspräsentation und ihre Lorbeeren geerntet. Ja, cool. Das war cool. Nice. Vielleicht mal zur Erklärung, was habt ihr beide studiert? Ah ja, so. ich habe Theologie studiert, evangelische Theologie. Das war's eigentlich schon. Der erste Anfang. Ja, richtig. Der Jüngerschaftsschule wird das gebraucht. Ja. Korrekt. Ja. Ich habe im Bachelor Psychologie studiert in Tübingen, wollte damals auch noch Kinder- und Jugendtherapeutin werden, habe mich aber während des Studiums dann Richtung Wirtschaft orientiert und habe dann einen MBA in internationalem Management draufgesetzt. Genau. Also ein bisschen bunter als reine Theologie, aber ich bin sehr glücklich damit. Okay. Das heißt, du machst die theologischen Inhalte, du kümmerst dich um die ganzen Projekte, dass die laufen? Genau, ein bisschen Administration, da unterstütze ich Dennis und gucke, dass das Büro und die Kommunikation nach außen einigermaßen am Laufen bleiben. Ja. Ja, nice. Ich stapfe jetzt in die, nee, falsch, ich trete jetzt in die Fußstapfen so von Henning Hoffmann, der eben mit Nicke zusammen und seiner Frau Gudrun die Jüngerschaftsschule gegründet haben. Der hat jetzt zum 1. März in Gran Canaria aufgehört zu arbeiten und konzentriert sich auf eine Gemeindegründung in Deutschland. Und deswegen werde ich mich jetzt darum kümmern, was sind die theologischen Inhalte, wie sieht die Struktur der Einheiten vormittags aus, der theologischen Einheiten und welche Gastredner kommen. Und das macht richtig Bock, also bis jetzt haben wir da viel Spaß. Und ab und zu musst du auch selber unterrichten. Und ab und zu muss ich selber, darf ich selber unterrichten, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja. Okay, cool. Aber was ist denn aus den Leuten so grob geworden? Also wissen die jetzt irgendwie besser, was sie wollen? Oder? Ja. Also wir haben keinen ohne Plan nach Hause geschickt. Ja, richtig. Alle hatten zumindest eine grobe Vorstellung oder eine Idee, was sie machen wollen. Okay. Einige sehr konkret, die tatsächlich auch schon den nächsten Job in der Aussicht hatten oder sogar von Gran Canaria aus in ein Start-up Gründungen reingerutscht sind. Krass. Das sind jetzt so die Vorzeige-Lebensläufe, würde ich sagen. Also eins fand ich richtig cool. Eine Teilnehmerin, die macht jetzt in einer deutschen FEG ein Praktikum für ein halbes Jahr nochmal, um ihre Deutschkenntnisse auch aufzubessern. Überlegt sich auch hier in der Hotelbranche eine Ausbildung dann anzuschließen. Und das ist schon cool, wenn man das den jungen Menschen ermöglichen kann und für die ein Traum in Erfüllung geht. Das ist schon cool, ja. Aber ja. Jeder hatte seine Idee. Ein Teilnehmer kommt auch einfach wieder zurück im April und bleibt noch ein bisschen bei uns und hilft uns beim Haus, noch die Elektrik nachzubessern. Ja. Also, wofür wir voll dankbar sind, weil das ist echt nötig. Jeder hat seine Stelle gefunden, an der er zumindest weiter arbeiten möchte oder weiter sich bewerben möchte. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, cool. Ja, voll. Okay, vielleicht. Wie sieht ein typischer Tag bei Cambio für euch aus? Also wie ist da der Ablauf vielleicht auch für die Teilnehmer? Ja. Also unser Tagesablauf unterscheidet sich in erster Linie eigentlich nur von der Aufstehzeit, von dem Tagesablauf der Teilnehmer. Ich bin ein absoluter Morgenmensch, das heißt, ich stehe gerne auch schon mal kurz nach 6 auf. Der erste aktive Teil mit Cambio ist tatsächlich das Frühstück um 8:30 erst. Das heißt, wir starten ein bisschen spanisch verspätet in den Alltag. Jeder Deutsche denkt sich, ei, da ist schon der halbe Tag vorbei. Aber das ist in Ordnung. Wir leben ja auch auf der Insel, also dürfen wir uns da anpassen. Genau, dann starten wir mit einem Frühstück, mit einer gemeinsamen Andacht, die immer richtig gut ist, weil man da sich zusammen einfach setzt und sich schon mal ausrichtet auf das, was der Tag so bringt. Die wird teils von uns gestaltet, also von den Mitarbeitern, aber großteils eben auch von den Teilnehmern selbst. Vormittags stehen dann die Einheiten im Vordergrund. Von Tobi oder von Henning oder den verschiedenen Rednern, die da sind.
Und nach dem Mittagessen, die obligatorische Siesta bis um 15 Uhr, haben wir schätzen und lieben gelernt. Und die Nachmittage, da geht es dann praktisch weiter. Also da finden dann diese drei Module statt von Musikinstrument, Sprache oder Sportlernen. Genau, und die Abende sind teils in den Gemeinden dann verbracht oder Hauskreise. Auch mal frei, tatsächlich. Auch mal frei, ja. Diese Module, das ist, haben wir gemerkt, ist eine ganz coole Sache, weil sich da jeder ausprobieren kann. Also im vergangenen Kurs hat jeder mal die Gitarre ausprobieren müssen. Cool. Da habe ich ein bisschen Gitarrenunterricht für jeden gegeben, für Anfänger, Fortgeschrittene und Könner. Es hat richtig Bock gemacht, die Leute dort zu unterrichten. Ich fand es auch stark, dass sich alle dazu bereit erklärt haben, das wirklich zu machen. Und als Abschlusskonzert haben wir Weihnachten so ein kleines internes Wohnzimmerkonzert gehabt mit allen Teilnehmern, wo jeder ein Lied vorgetragen hat, was er gelernt hat in den paar Monaten, wo wir das gemacht haben. Das war cool. Und sportlich haben wir Volleyballtraining gehabt. Dennis Nickel, Beachvolleyball. Dennis Nickel ist selber ein guter Volleyballspieler und Trainer und der hat dann die Einheiten gemacht über Volleyball und das haben wir abgeschlossen mit einem Volleyballturnier, das öffentlich war am Strand von Las Palmas, wo wir ganz viele Leute eingeladen haben, wo viele Leute mitgemacht haben und wo sie dann anschließend auch zu uns zu Cambio gekommen sind zum Grillen und wir einfach Beziehungspflege machen konnten. Sehr, sehr cool. Und genau, da auch so ein bisschen so einen evangelistischen Drive reingekriegt haben. Und das war cool, den Leuten zu zeigen, hey, ihr könnt mit den Gaben, die ihr auch im Alltag und im Hobby habt, Gott dienen und für Gott da sein. Und das ist auch einer der Standpunkte von uns bei Cambio, so ein ganzheitliches christliches Leben zu haben, wo die Beziehung mit Jesus in allen Facetten zu sehen ist und Auswirkungen hat. Cool. Hm. Wo erlebt ihr das vielleicht, dass ihr irgendwie auch in eurem Glauben wächst oder in euren Gaben, in euren Berufungen? Also ich glaube, Cambio heißt ja Veränderung und wir fordern das von den Teilnehmern. Wenn ich jetzt auf meine letzten 6 Monate zurückblicke, würde ich sagen, ich habe mich auch ganz schön verändert. es ist turbo herausfordernd, weil jede Begabung und jedes Talent, das man irgendwo findet, tatsächlich gebraucht werden kann. Das fängt an von Einkäufe organisieren über freitags-mittags Kuchen backen. Das mache ich halt leidenschaftlich gerne und darf das da einfließen lassen. Ich glaube, für uns als Paar war es auf jeden Fall auch eine Herausforderung. Wir sind noch nicht so lange verheiratet, aber das einfach als Team anzugehen, sich da von Gott gebrauchen zu lassen, ohne sich selber als Paar aus den Augen zu verlieren, das war definitiv was, wo wir in Vertrauen auf Gott hingegangen sind, weil wir gesagt haben, hey, wenn er das möchte, dann probieren wir das aus und nicht enttäuscht wurden. Also das war, glaube ich, einer der bereicherndsten 6 Monate unserer ganzen 2-jährigen Ehe. Okay, der Vergleich hinkt. Nein, das war herrlich. Wirklich, der Job macht richtig viel Spaß und es ist wirklich herausfordernd, jeden Tag aufs Neue. Aber wir lernen unglaublich viel und fühlen uns definitiv im richtigen Fleck. Also da auch zu merken, für mich persönlich hat die stille Zeit nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, weil morgens da wirklich sich Zeit zu nehmen und in Ruhe vor Gott zu treten, ihm den Tag in die Hand zu legen und zu sagen, Gott, da und da werde ich an meine Grenzen stoßen, bin ich schon an meine Grenzen gestoßen. Ich bin gespannt, wie du das so hinkriegen willst. Und dann aber auch zu merken, wie er das hinkriegt, das ist schon atemberaubend. Also da muss ich auch sagen, da bin ich geistlich auch herausgefordert worden und gewachsen. So. ja, und wie Lene schon sagte, unserer Ehe hat dieses halbe Jahr echt gut getan. Auch zu sehen, wie die Prioritäten gesetzt werden. Ne? Wie kann ich abschalten von so einem Tag, der um 8 anfängt und um 10 abends zu Ende ist. Hat aber geklappt. Kollege und Ehepartner zugleich zu sein. Das war an mancher Stelle sehr spannend. Genau. Wo sind da die Herausforderungen? Also hast du vielleicht da gerade ein konkretes Beispiel? Durchaus. Also wie gesagt, wenn man abends um 10 ins Bett kommt, hat man den ganzen Tag miteinander verbracht, aber eben nicht, eben als Kollege und nicht als Partner. Mhm. Und dann abends im Bett den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, und jetzt, ich weiß, ich wollte dir noch was über den Teilnehmer XY erzählen, aber ich lasse es jetzt, weil es gehört einfach definitiv nicht ins Ehebett. Ja. Genau, solche Sachen. Und wir hatten nur eine Einraumzimmerwohnung, deswegen waren wir eigentlich zu 90%.
saßen wir auf unserem Bett, weil die Couch auch nicht so geil war. genau, das war so ein Beispiel. Dann einfach zu sagen, so, jetzt schließen wir unsere Wohnungstür auf und Cambio bleibt draußen und das ist auch okay so. Und das hat in 90% nicht geklappt. Okay, das heißt, ihr wächst da noch dran. Ja, ja, definitiv. Auf jeden Fall, jetzt ja. Wohnen wir ja dann bei dem Cambio-Haus, dementsprechend ist ja. Das dann egal. Ja. Dann kriegen wir die ganze Zeit alles mit. Ja. Ja. Wie ist das für euch, wenn ihr da auch nicht wirklich irgendwie mal einen Rückzugsort habt oder ist das dann doch möglich? Also was wir voll gelernt haben, geschätzt, boah, ich kann nicht mehr reden, was wir voll zu schätzen gelernt haben, war der freie Tag. Wir haben montags alle frei gehabt, sowohl die Teilnehmer als auch die Mitarbeiter und das haben wir auch streng durchgezogen. Mhm. Da haben wir keine einzige Ausnahme gemacht, weil wir gemerkt haben, dass das schon einen Sinn hat, dass wir einen freien Tag bekommen haben von Gott. Und das war wirklich gut, weil das immer, also wie gesagt, wir sind auf einer Urlaubsinsel und den einen Tag kann man sich das auch gönnen, dann mal an schöne Plätze zu fahren, auf irgendwelche Berge zu steigen oder dann halt doch mal ins Meer zu springen. wo ich gemerkt habe, in der Natur können wir beide total gut abschalten. Das tut sehr, sehr gut. Gran Canaria ist wunderschön, hat viele verschiedene Klimazonen, viele verschiedene Natur. Und dann auch in der Siesta zu sagen, so, wir haben jetzt zwar nur 1,5 Stunden Pause, aber da zwingen wir uns ein bisschen, nicht über die Arbeit zu reden oder da zwingen wir uns ein bisschen, zur Ruhe zu kommen. Das ist cool und hat auch immer besser geklappt. Und von daher, man hat schon seine Rückzugsräume, die muss man sich aber auch nehmen. Ja. Und das haben auch die Teilnehmer gemerkt. Also wir hatten Teilnehmer dabei, das konnte man sehen, die sich regelmäßig zurückgezogen haben, die konnten viel mehr auftanken und viel mehr mitnehmen, als die, die immer Action hatten und die irgendwann gesagt haben, boah, mir wird das alles zu viel. Mhm. Wo wir dann gesagt haben, ja, dann zieh dich doch mal ein bisschen mehr zurück, geh mal alleine spazieren. Und die das gemacht haben, die haben dann gemerkt, ja, tatsächlich, das ist viel wert. Und das möchte ich auch in meinem späteren Leben so beibehalten. Cool. Das, ja. Und da muss, glaube ich, jeder irgendwann in seinem Leben mal ausprobieren und gucken, was so seins ist. Ne? Mhm. Ja. Seid ihr eher Leute, die gerne und viel in Gemeinschaft sind? Oder seid ihr eher Menschen, die eigentlich dann doch eher mal einen Rückzugsort brauchen? Definitiv viele unter Menschen, weil anders könnten wir diesen Job nicht machen. Also okay. Ich glaube, wir sind beide eher extrovertiert und tanken auf, wenn wir viele Menschen um uns haben. Aber dennoch, also die Gemeinschaft bei Cambio ist wirklich intensiv von morgens bis abends. Also da gibt es einfach immer jemanden, der um einem ist. Und da ertappe ich mich dann schon dabei, dass ich dann diesen Montag auch wirklich keinen von den Teilnehmern sehen möchte. Einfach weil ich merke, jetzt einmal kurz um mich selber drehen, auftanken, das tun, worauf ich einfach Bock habe. Sei es einen Kaffee zu trinken oder eine große Runde laufen zu gehen oder auf den Rocanublo zu steigen. Genau, also es ist eine Mischung, aber definitiv lieben wir es, unter Menschen zu sein. Ja. Und gerade über die 6 Monate hinweg zu bemerken, wie eng diese Beziehungen auch sind. Also wir sind klar Mitarbeiter für sie und in gewisser Weise eine Leitungsfunktion, aber meine Rolle darüber hinaus, würde ich sagen, war in manchen Punkten große Schwester zu sein und Teilnehmer zu trösten, wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, Mutter zu sein und sie daran zu erinnern, dass die Bäder geputzt werden müssen, Freundin zu sein, wenn es einfach wirklich auch an schwierige Lebensfragen ging und wo ich sagen würde, da muss man auch als ganze Person sich rein investieren, sonst funktioniert der Job nicht. Und da muss die Arbeit mit den Menschen einfach nur Spaß machen und darf nicht Pflicht sein, sondern muss die Kür sein. Ich glaube. Ja. So geht's uns allen, aber wir genießen es alle. Ja. Du bist dann eher der Papa? Ja, ich wollte gerade sagen, mir geht's genauso, nur alles im Männlichen. Cool. Was uns auch sehr hilft, ist die Freundschaft zu unseren Kollegen. Mhm. Wir sind auf der Insel insgesamt 4 junge Paare, die jetzt alle frisch Eltern geworden sind oder seit 2 Jahren Eltern sind. Mhm. Jeweils ein Paar in den beiden Gemeinden und dann eben Rebecca, Dennis und wir beide auf der Jüngerschaftsschule. Mhm. Und das sind wirklich gute Freundschaften, die sich da gebildet haben zwischen diesen 4 Paaren. Und da kann man sich dann auch mal austauschen und überlegen, Tipps abholen, auch mal drüber reden, was nicht so gut läuft. Und das ist wirklich wertvoll.
auch für das Kind, was jetzt im Juni kommen wird, wo wir uns drüber freuen, weil das ganz viele andere Kinder im Umfeld hat. Das ist super genial und da freuen wir uns voll drauf. Und es wird gleich zweisprachig aufwachsen, ne? Ja, mal schauen. Von uns kriegt es noch nicht so viele Infos, aber nee, definitiv. Also wir haben das jetzt bei mir erlebt, die wird jetzt 2 im Juni und ich glaube, sie macht das nicht bewusst, aber mit den Spaniern redet sie halt die 3 Wörter, die sie kann tatsächlich auch auf Spanisch. Also dann sagt sie Hola statt Hallo, okay, das ist jetzt kein großer Unterschied, aber ja, so fängt es an. No statt Nein und das ist doch definitiv ein cooles Privileg, ja. Ich hätte mir das an mancher Stelle mal gewünscht, weil mein Englisch wirklich grottig war. Also. Die Zeit, die ich in meinem Leben mit Französisch-Vokabeln verbracht habe. Katastrophe. Wie gut das Spanisch anders klingt, gell? Ja, das stimmt. Okay, was ist Cambio für euch persönlich? Gute Frage. Definitiv nicht nur der Arbeitsplatz. Ja, das ist ein Lebensstil, würde ich sagen. Ja. Also das, was Lene vorhin gesagt hat mit den Beziehungen, ist auf jeden Fall was im Mittelpunkt steht. Ohne Beziehung wird Cambio nicht funktionieren. Cambio ist mehr als ein Ort. Mhm. Ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich sage, Cambio ist eine Jüngerschaftsschule oder ein Jüngerschaftszentrum, aber eigentlich ist es viel mehr als das. Es ist nicht nur der Ort, dieses Haus, sondern es sind eigentlich die Beziehungen, die da entstehen und diese Entwicklung, die da drin steckt. Und deswegen sage ich auch, dass es ein Lebensstil ist. Weil ich merke, dass die Kontakte, die man dort bekommt, die Vision, die man spinnt, das Entdecken, was da, also die Leute, die ihre Persönlichkeit entdecken, wir uns immer mehr entdecken, das ist so intensiv, dass es gar nicht nur so eine Art Job ist, sondern es ist ein gemeinschaftliches Leben. In einem ganz bestimmten Stil, und zwar, dass man Jesus nachfolgt und so gut wie es geht, nach bestem Wissen und Gewissen das versucht umzusetzen. Ja. Ja. Ich suche immer noch nach einem Wort, das es perfekt beschreibt, aber ich glaube, es gibt es nicht. Einer unserer Teilnehmer hat mal gesagt, Cambio ist für ihn How to live a life. Ich würde es ergänzen und sagen, How to live a life with Jesus, weil ich glaube, der große Vorteil, den die Jünger damals hatten, war, dass sie einfach mit Jesus Tag und Nacht verbracht haben. Und ich wünsche mir das manchmal, dass ich denke, Mann, Jesus, ich hätte dich einfach so gerne um mich. Weil ich glaube, Role Model Learning ist einfach das, wo wir Menschen für geschaffen sind. Und das versuchen wir bei Cambio zu ermöglichen. Und wir versuchen, den Teilnehmern Vorbild zu sein, da, wo wir es sein können. Und gleichzeitig einfach eine gesunde Gemeinschaft zu leben, die vielleicht in manchen Ecken an die Urgemeinde vergleichbar ist, an manchen Ecken vielleicht auch eher an eine Studenten-WG erinnert, zumindest von Sauberheitsgrad. aber im Großen und Ganzen einfach eine wertvolle Gemeinschaft ist für jeden und wir versuchen da jeden zu integrieren und jeden bestmöglich zu fördern. Vielleicht ist es auch eine Art Förderschule. Ich weiß es nicht. Ich suche weiter nach einem Begriff. Und wir sind auch noch nicht am Ende angekommen. Also das soll sich jetzt nicht so anhören, als hätten wir jetzt schon Das Patentrezept überhaupt nicht. Also da ist uns auch das Feedback von unseren Teilnehmern voll wichtig, weil wir immer wieder, wie schon gesagt, an Grenzen stoßen und merken, boah, da würden wir eigentlich gerne was besser machen, wo wir selber merken, irgendwie ist es komisch, aber wir wissen nicht genau was. Und von daher ist die Entwicklung von Cambio noch längst nicht abgeschlossen. Und da werden wir uns in den nächsten Monaten und Jahren auch drum kümmern, dass wir da zumindest eine grobe Struktur, ein grobes Gerüst hinbekommen, was sich immer weiterentwickeln darf und kann, aber wo nicht mehr jeder Eckpfeiler neu eingeschlagen werden muss. Cool. Ja. Pest lebender Organismus, ihr könnt euch auf die Teilnehmer einstellen. Und das wäre der Traum, ja. Das steht und fällt mit den Teilnehmern. Also ich finde Cambio, um nochmal auf die Frage davor zurückzukommen, ich sage auch immer, dieses Cambio war so und so, weil ich merke, es sind immer die Gesichter und die Menschen, die Cambio zu dem Cambio machen, dass es war. Und für uns war es jetzt der erste Durchgang. Dementsprechend haben wir nur diesen einen Vergleich. Aber ich bin davon überzeugt, dass das nächste Cambio 2020/21 komplett anders wird, weil die Menschen einfach komplett anders sind. Und deswegen ist Cambio eigentlich mehr die Struktur, die gefüllt werden muss von dem Leben und den Menschen, die dann zu uns kommen und die 6 Monate mit uns verbringen. Ja. Also definitiv lebender Organismus. Gibt es da irgendwas Bestimmtes, einen bestimmten Moment, den ihr im Kopf habt, wenn ihr an Cambio denkt?
Irgendeine Erinnerung, die euch irgendwie in den letzten 6 Monaten voll hängen geblieben ist, wo ihr oft daran zurückdenkt? Für mich ist es ein Moment der Reflexionswoche, die Tobi vorhin schon erwähnt hat. Die haben wir irgendwann im Ende Oktober, Anfang November gemacht. Und Tobi und ich haben die geplant und wir hatten die coole Idee, in unseren Köpfen coole Idee, an diesem Freitag, am letzten Tag der Woche, morgens um 5:30 alle Teilnehmer aus ihren Betten zu trommeln und mit ihnen auf einen alten Vulkankrater zu fahren und dort den Sonnenaufgang anzugucken. Und nice. Wir waren sehr motiviert und sind auch alle aus den Betten gekommen und saßen dann da. Und ich habe so gemerkt, boah, vielleicht finden die das gar nicht so cool, weil wir auch viel zu früh dran waren. Wir saßen dann fast noch 40 Minuten und haben auf die Sonne gewartet. Und ja, richtig, es war unglaublich bewölkt. Und am Ende haben wir von der Sonne nicht mehr bekommen als so ein Mini-Sonnenstrahl. Also es war definitiv viel weniger, als ich erwartet hatte. Und die Sonne geht viel schneller auf, weil genau. Wir näher am Äquator sind. Also ja. Zack ist sie da und man denkt sich, so romantisch war das jetzt gar nicht. Ja. Aber dennoch ist diese Erinnerung bei mir so cool, weil wir alle erwartungsvoll auf den Horizont geblickt haben und es war mucksmäuschenstill. Die Teilnehmer saßen um uns herum und es war einfach so eine ehrliche Atmosphäre und ich habe gemerkt, ich kann das auch gar nicht planen, weil ob da jetzt Wolken sind oder nicht, ist ja mal definitiv nicht in meiner Macht. Aber es war ein cooler Tag und auch die Gespräche, die danach entstanden waren, waren einfach echt tief und bewegend und richtig schön. Für mich war es die Taufe von 3 Teilnehmern, die wir durchgeführt haben im Atlantik. Nice. Das war echt ein Highlight. Vor allem also die Zeugnisse zu hören von den Jungs und Mädels, die sich da taufen lassen haben. Das ging runter wie Öl. Ne? Die haben erzählt, wie sie Gott einfach bei Cambio nochmal ganz neu kennengelernt haben und gemerkt haben, dass sie das Ding festmachen wollen, was sie glauben, dass sie es bezeugen wollen und dazu stehen wollen, an was sie glauben. Und das ist für jeden Pastor und Theologen, ich glaube auch für jeden Christ, was wo das Herz aufgeht. Und ich bin jetzt noch nicht so lange Theologe und habe noch nicht so viele Taufen durchgeführt, aber das war eine ganz besondere Taufe. Das war richtig, richtig schön. So ein persönliches Highlight auch von mir. Ja. Ach, cool. Ich freue das immer, wenn Leute sich für Jesus entscheiden. Ja. Von daher ist das cool, dass ihr da mit den Leuten vorwärts geht und die da einiges mitnehmen können. Ja. Cool. Was wünscht ihr euch für die Zukunft von Cambio? Und vielleicht auch für euch? Ich wünsche mir, dass wir das hinbekommen, was ich gerade so gesagt habe, dieses eine Struktur schaffen, in der sich die Leute und wir uns wohlfühlen, gleichzeitig aber ein lebender Organismus bleiben, wo wir merken, wann es Zeit ist, was zu ändern, was fallen zu lassen und nicht zu starr werden. Cambio heißt Veränderung und das wünsche ich mir auch für Cambio selbst, dass sich das immer so stückchenweise weiterentwickelt und immer besser wird und in dem Sinne besser, dass die Leute, die dorthin kommen, dieses Nachfolgen von Jesus, also Jüngerschaft, wirklich zu ihrem Lebensstil machen. Und dass wir als Ehepaar immer besser unsere Rolle finden, immer mehr diesen Spagat zwischen Arbeit und Freizeit hinbekommen. Und vor allem, dass wir es hinkriegen, mit einem Kind noch da zu arbeiten und da uns voll einzugeben. Ja, mein Wunsch ist, also bezogen auf uns als Person, glaube ich, dass wir Cambio so gestalten dürfen, wie wir es für richtig halten, aber auf keinen Fall aus dem Auge verlieren, was Gottes Vision ist und uns da immer ganz ehrlich hinterfragen, uns auch in dem stressigen Alltag, in dem wir manchmal sind oder in der vollen Woche, wirklich immer wieder hinsetzen und auf Gott hören und gucken, fahren wir gerade noch in die richtige Richtung oder wird Cambio plötzlich von sich selber irgendwie weiterentwickelt, ohne dass Gott da noch groß was zu sagen hat. Das ist mir jetzt so in den letzten paar Wochen nochmal richtig wichtig geworden, bezogen auf wie wir uns als Mitarbeiter sehen, glaube ich, für die nächsten paar Cambios. Und Cambio selber, da sehe ich mich eher so als Kickstarter und würde meinen, mein Traum wäre es, dass wir Cambio in 2 bis 3 Jahren einfach so weit an Spanier übergeben haben, dass wir deutsche Missionare eigentlich uns selbst überflüssig machen. Das wäre mein absoluter Traum, meine absolute Vision, weil ich der Meinung bin, dass Menschen meistens
mehr Impact haben, mehr Wirkung haben, wenn sie zu ihren eigenen Leuten sprechen. Und wir sind dort Deutsche, wir sind Ausländer. Da müssen wir uns nichts vormachen, das merken wir an vielen Stellen, nicht nur an der Sprache. Und das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir da fähige und motivierte Mitarbeiter finden, die einfach Bock haben, das weiterzuführen, was wir als Deutsche gegründet haben. Dass wir als Gründerväter in die Geschichte eingehen. Als Gründereltern. Ja, der Sinn von Cambio ist ja eben nicht nur ein Jüngerschaftszentrum für deutsche Leute zu sein, sondern unser Traum ist, dass wir 6 Spanier, 6 Deutsche dort haben, die sich da gegenseitig auch herausfordern können. Und dass es eine wirklich internationale Schule wird. Wir hatten im vergangenen Kurs jetzt 4 Spanischsprachige und 8 Deutsche. Und das war cool, aber es wäre noch cooler, wenn es genau halb-halb wird. Mhm. Gerade auch für die Sprache, dass man dann herausgefordert ist, wirklich die andere Sprache auch zu sprechen. Genau, und wenn wir deswegen, das was Lene sagt, wenn wir dann noch ein paar spanische Mitarbeiter bekommen, das wäre auch für alle Zuhörer ein riesen Gebetsanliegen. Spanische Mitarbeiter, das wäre super cool, wenn wir da noch ein paar kriegen, die das mit uns machen können und dann vielleicht sogar einfach in komplett spanische Hände übergeben. Das wäre super für die Inseln dort. Ja. Okay. Dann direkt zu deinem Stellenangebot. wie kann man zu euch nach Gran Canaria kommen? Wie läuft es, wenn man da auf die Jüngerschaftsschule will? Als Teilnehmer kann man sich auf der Website anmelden. Mhm. www.cambio.goglobal.de oder am. am.am. da kann man sich direkt anmelden. Wenn man einfach mal einen Einblick bekommen möchte in Cambio, dann kann man auch zur Woche des, wie heißt es? Baueinsatz. Zum Baueinsatz, nix danke. Woche. Genau, nix Woche. Zum Baueinsatz, das sind 10 Tage vom 1. bis zum 10. Mai 2020, kommen und helfen, das Haus weiter zu renovieren. Das ist immer eine kleine Baustelle dort vor Ort. Und dann kann man das Haus kennenlernen, uns als Mitarbeiter kennenlernen, das Projekt kennenlernen, die Gemeinden kennenlernen und auch die Insel kennenlernen. Nice. Weil man soll ja nicht nur arbeiten, sondern wenn man schon mal da ist, dann kann man die Insel auch nachmittags noch erkunden, meine ich. Wir zeigen euch die schönsten Orte. Wir zeigen euch die Insider-Orte und lassen uns da auch gut gehen. Ja. Cool. Habt ihr abschließende Worte? Irgendwas, was ihr unbedingt noch loswerden wollt? Ich grüße meine Mutter. betet für uns. Das ist wirklich wichtig. Heute Morgen haben Lene und ich uns darüber unterhalten, wie das Leben wohl aussehen würde, wenn es nicht diese Person gäbe, die für einen beten. Mhm. Und ich glaube, treue Beter sind für Cambio unglaublich wichtig, weil das ein junges Projekt ist, mit jungen, zum Teil auch sehr unerfahrenen Mitarbeitern, damit meine ich auch uns. und wir brauchen da Gottes Führung. Das merken wir eigentlich jeden Tag. Und am Ende sind es tatsächlich nicht wir, die Menschen verändern, sondern es ist einfach Gott, der die Menschen verändert. Und das müssen wir demütig anerkennen oder dürfen wir demütig anerkennen, dass das nichts ist, was wir tun, sondern das sind Sachen, die Gott geschehen lässt. Und da sind wir, wie Tobi schon gesagt hat, wirklich auf das Mitwirken und Mitbeten von ganz vielen anderen Menschen angewiesen. Stimmt. Ja. Gebet ist cool. Simon. Ich gebe zurück an Simon. Ja, es war hart für mich, so lange still zu sein. Ich freue mich, endlich dir was sagen zu können. Ich danke euch dreien ganz herzlich. Dir, Evelyn, dass du deinen ersten Podcast aufgenommen hast. Lass die 6 Korken knallen. Genau. Und euch, der werdenden Familie de Vries, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Es ist berührend, einfach mal mit reinzuhören, was bei Cambio abgeht und wie es für euch weitergeht. Danke, dass wir hier sein durften. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ja. Euch allen Hörern, die Bitten sind genannt. Bitte betet für Cambio, für das Team vor Ort, für die nächste Runde an Jüngern, die dorthin reist. Betet für uns auch, wenn es darum geht, dass wir die 2. Jüngerschaftsschule an den Start bringen. Und zwar nicht auf Gran Canaria, sondern anderes Ende der Welt, Asien, Philippinen, Manila. Alle Infos zu den verschiedenen Jüngerschaftsschulen findet ihr, wie schon genannt, unter goglobal.am. Und wenn ihr ein bisschen mehr über die Allianzmission wissen wollt, lest gern rein in unser Magazin unter zur-am.de/move. Das war's.
Herzlichen Dank, euch seid gesegnet und auf bald. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.